Wir befinden uns hier mitten in Hamburg, in Barmbek und in unserem schönen neuen Laborgebäude. Mein Name ist Jens Heidrich und wir betreiben hier eines der letzten unabhängigen Labore in Norddeutschland. Mit 180 Mitarbeitern versorgen wir Hamburg und Umgebung mit modernster Laboranalytik. Wir kennen die Firma Euroimmun seit über 10 Jahren und arbeiten mit Euroimmun in verschiedenen Bereichen zusammen. Im Bereich der Immunfluoreszenztestung ist Euroimmun führend und deswegen entscheiden wir uns bei dieser Analytik immer wieder für Euroimmun. Eines der Ziele war vor allen Dingen, dass man negative Befunde schneller erkennt und aussortiert und eben nicht das Personal mit der Analytik von, ich sag mal, einfachen Ergebnissen belastet. Weiterhin wird der Befund natürlich validiert von einem Menschen, aber jetzt eben am Bildschirm wesentlich schneller, wesentlich komfortabler und eben auch mit einer ausgefeilten Technik, die es so vorher nicht gab. Nun, wir haben schon ein bisschen geguckt auf dem Markt, was gibt es? Und haben in diesem System das einzige gefunden, was die Geschwindigkeit aufweist, die wir gerne hätten, und auch die Qualität der Auswertung. Wir haben etwa die Zeit der Auswertung halbiert. Anders als vorher, wo man in der Dunkelkammer vor dem Mikroskop mühsam jeden Slide sich angucken musste, kann man jetzt per Knopfdruck eine ganze Serie sich in schneller Frequenz ansehen. Man kann alle Ergebnisse abspeichern, man kann sie auch verändern, man kann die Befundung sehr leicht korrigieren. Das System ermöglicht ja jetzt erstmals, dass wir die Befunde speichern, dass wir sie über Jahre aufheben können, dass man damit den Patienten im Krankheitsverlauf auch reproduzierbar und vergleichbar monitoren kann. Das halte ich gerade für chronische Erkrankungen für sehr wichtig. Wo wir aber auch hinwollen, ist, dass wir unseren Einsendern nicht nur Befundtexte bieten, sondern auch die Bilder direkt, also die mikroskopischen Bilder, auf dem Befund mit ausdrucken. Da wollen wir hin, sodass wir ganz transparent unsere Ergebnisse offenlegen und damit auch den Spezialisten, den Klinikern draußen noch ein anderes Niveau bieten können der Diagnostik.